Ja, glücklicher, gesünder, länger, reicher Leben. Die einzigen Wege da, zwei Wege dazu. Alles andere ist Abzocke und Betrug. Ja, also ich muss Sie warnen vor allem anderen, was nicht moderne Naturwissenschaft ist, nicht Weltspitze der modernen Naturwissenschaften ist. Physik, Biologie, Chemie in der modernsten Form. Alles andere ist Schwindel, Betrug, Abzocke und Sektierertum, Spinnertum und so weiter. Ich bin selbst auch ausgestiegen aus diesem System hier und quasi erziele keine Einnahmen mehr in diesem System, bin zum Glück finanziell unabhängig. Und als ich selbst noch berufstätig war, ich war ja mindestens 15 Jahre, habe ich eine Praxis betrieben im Rahmen der Gesundheitssparten dieses Systems und habe erst dann gemerkt, dass wir auch dort nur die Menschen abzocken und betrügen, ohne dass wir es wissen und dass wir es merken, dass wir gar nicht merken, dass wir die Menschen in Dauerpatienten verwandeln, in Dauerkundschaft und in damit in eine Dauergeldquelle. Also von daher weiß ich sehr genau, dass eben alle, die ihnen irgendwas anbieten, sicherlich beste Absichten haben, besten Glaubens sind, ihre eigenen vorteilbringenden, profitbringenden Irrtümer, karrierebegünstigenden Irrtümer, die berüchtigten parasitären Meme, Killer, Viren des Geistes, irrationalen Kognition, besser vorteilbringenden Irrtümer, kurz glauben und also sozusagen sie nicht bewusst. Es gibt natürlich auch die bewussten Betrüger und Abzocker. Aber die gefährlichsten sind die, die einfach nur sich irren und ihre Irrtümer glauben und sie abzocken, ohne es selber zu merken, ohne dass sie es merken und die anderen merken. Zwei Dinge zerstören ihr Leben. Schluck Wasser. Erstens. Bevor wir die zwei Dinge, die ihr Leben zerstören, besprechen, hier erst einmal hier unten rechts, klicken Sie auf das rundliche Ding, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht große Freude. Denn ich spreche jetzt noch viel langsamer. Die zwei Dinge, in denen Sie leben, Sie leben auf der Welt, leben mittlerweile alle bis auf ein paar schreckliche DDR-ähnliche Staaten leben, also ich gehe mal auf das entsprechende Bild. Also, alle Menschen auf der Erde leben im Moment entweder in irgendwelchen fragwürdigen Kommunen, Sekten, Grüppchen, Wohngemeinschaften, Lebensgemeinschaften, Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften, können Sie alles vergessen, können Sie alles auf den Müll werfen, taugt alles nichts. Und das gibt ein Teil der Menschen lebt in pseudokommunistischen, DDR-ähnlichen Staaten. In diesem Bereich können Sie alles vergessen. Dort gibt es kein gesundes, glückliches, reiches Leben. Dort ist Lebenszerstörung. Und der andere Rest, der große Rest der Menschheit lebt in den neoliberalen, marktradikalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaften. Und jetzt ist es so, dass die meisten Menschen leider nicht klug genug sind zu erkennen, wie brandgefährlich Marktwirtschaft ist, Kapitalismus, Marktwirtschaft, wie Sie es nennen. Ich nenne es mal die Obergruppe aller Marktwirtschaften, alle Marktwirtschaftsvarianten zerstören ausschließlich ihr Leben. Ja, also,
Schauen wir es uns mal, gucken wir gerade noch mal drauf hier. Hierhin. Also, Sie haben in der Marktwirtschaft den Supermarktleiter, der zum Beispiel überall in den Produkten Palmöl drin hat und Zucker zum Beispiel. Palmöl, letzte Meldung, massiv krebserzeugend, ist aber das billigste Öl oder Fett, was Sie irgendwo haben können. Deswegen ist Palmöl überall drin, weil der Marktleiter, der jetzt den Irrtum im Kopf hat, Palmöl ist verantwortbar. Palmöl ist nicht so schlimm. Ja? Der macht die größten Profite, weil er ja überall mit Palmöl vergiftete und versetzte Müllprodukte ihnen verkauft. Dadurch verdient er, hat er eine große Gewinnspanne und verdient gutes Geld. Derjenige, der in der Wahrheit orientiert ist und sagt, Palmöl ist lebensgefährlich, das verkaufe ich niemandem, der geht tendenziell pleite, weil seine Produkte viel teurer sind, nur ganz geringe Kundenzahlen erreichen und auf dem Markt im Prinzip keine Rolle spielen und irgendwann wird er auch pleite gehen, ja. Und übrig bleiben alle die, die überall, auch im Biobereich, nur billigste Zutaten, billigste Rohstoffe verwenden werden und die erweisen sich alle als gesundheitszerstörerisch. Also ist es schon alleine mit diesem einen Faktor, ist es vorbei mit gesundem und längeren Leben. Keine Chance, no Chance. Und dann, wenn Sie zu einem Arzt gehen, ja, und der Arzt zum Beispiel, der hier, der Wahrheitsorientierte, behandelt Sie, sagt, ja, Sie haben da so einen kleinen Krebstumor, aber völlig unwichtig. Sie müssen jetzt sich gesünder ernähren, sauberes Wasser, saubere Luft, Bewegung und alles. Wir machen alles, um Ihr Immunsystem zu stärken und dann ist das ruckzuck wieder weg. Ja? Der verdient fast nichts, denn für solchen paar Tipps und die Anleitung, die praktische Anleitung und so weiter, zahlt sowieso die Krankenkasse nichts, wenn er da so Hausbesuche macht und mit den Leuten dann gemeinsam ihr Leben umstellt und so weiter. Da kriegt er gar nichts dafür von der Krankenkasse, das taucht gar nicht auf im Repertoire und so weiter. Und derjenige, der aber der hingeht und sagt, ich verkaufe Ihnen hier, gucken Sie mal diese schönen Chemotherapien. Da sind Sie nach Ansicht von Dr. Med, wie heißt er nochmal, der berühmte Rüdiger Dahlke, Dr. Med Rüdiger Dahlke, sind Sie dann zu 98% einige Jahre später tot. Aber der hat verkauft Ihnen eben diese Chemotherapien. Die sind schön teuer, die sind eben zwar sicherlich nicht so aggressiv wie Zyklon B, was ja sicherlich ein absolut tödliches Gift ist, aber die Chemotherapien sind ja davon nicht weit entfernt, von ihrem allein an sich körperschädigenden Aspekt her. Und also insofern, ja, letztendlich der Ihnen das verkauft, hat riesigen wirtschaftlichen Erfolg, der geht pleite und stirbt aus. Ja? Und der hier hat ganz viele leibliche Nachfahren und ganz viele geistige Nachfahren und breitet sich in der Evolution aus, in der Marktwirtschaft. Und in der Gemeinwohlwirtschaft ist es genau umgedreht. Das heißt also, Sie haben, es gibt nur zwei Chancen. Entweder Sie leben in Zukunft in der Gemeinwohlwirtschaft. Das ist die eine Variante. Gucken wir es uns mal an. Und das geht im Moment nur über eine einzige Partei auf der Welt. Partei des Gemeinwohls, die Kompetente. Das ist Ihre einzige Chance. Entweder Sie engagieren sich dort, der einzige Ort, wo Sie es erreichen können, dass ganz Deutschland gemeinwohlwirtschaftlich wird, eine Gemeinwohlgesellschaft wird. Das ist so das Beste, was naturwissenschaftlich möglich und denkbar ist.
Sicherlich kann man das dann noch ein bisschen feilen, aber da sind alle grundsätzlichen Baufehler der Marktwirtschaft dann behoben. Und der zweite Weg ist, direkt raus aus der Marktwirtschaft und trotz des Umfeldes, des marktwirtschaftlichen, teuflischen, schlechten Umfeldes, in einer Kommune, in einer Gemeinwohlkommune, in der superglücklichen Kommune, selber leben, so dass dann ganz viele Kommunenableger entstehen und vielleicht irgendwann, ja, 50 Millionen Menschen in Kommunen leben, und wenn diese 50 Millionen dann alle zur Wahl gehen, dann wäre Deutschland dann automatisch auch umgestellt auf Gemeinwohlwirtschaft und so weiter, weil in den Kommunen wird quasi nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten maximal glücklich gelebt. Ja, also die und dann ja, dann haben sie die Chance, so glücklich wie möglich zu leben, allerdings natürlich mit dem riesigen Risiko noch, dass um sie herum immer noch Marktwirtschaft ist und damit immer noch die Hölle außenrum ist. Aber das ist so der, quasi der Versuch, so eine Art glückliche Inseln zu schaffen, die immer größer werden, bis irgendwann vielleicht 50 Millionen Menschen darin leben, und wenn die dann alle zur Wahl gehen, genau genommen brauchen es auch nur zum Beispiel in der Kommunenwelt, sie brauchen ja eigentlich nur 20, wir haben, wenn wir 47 Millionen Wähler maximal haben in Deutschland, also die zur Wahl gehen, dann brauchen wir ja quasi nur 24 Millionen Menschen, also sagen wir 25 Millionen, die in Kommunen leben, und schon wird jede Wahl dann zur Wahl der Partei des Gemeinwohls führen. Und dann wird ganz Deutschland gemeinwohlwirtschaftlich, und dann ist zumindest erstmal Deutschland und dann vielleicht ganz Europa gemeinwohlwirtschaftlich, und dann leben sie schon mal in einem ziemlich guten Umfelde. Natürlich kommt die giftige Luft aus dem Rest der Welt auch noch zu ihnen, aber wenn Deutschland erstmal und Europa erstmal gemeinwohlwirtschaftlich sind, wird sowieso die ganze Welt sich auf Gemeinwohlwirtschaftlichkeit umstellen wollen, weil das ja auch riesige Wirtschaftswunder bedeutet, also viel mehr Geld für die Menschen bedeutet und viel mehr Reichtum und alles. Denn die Marktwirtschaft ist auch wirtschaftlich ruinös, ich habe es ja schon eben angedeutet, wenn quasi unsere Nahrungssparten und Gesundheitssparten sie krank machen und alles andere sie auch krank macht, das sind riesige Kosten, riesige Krebsbehandlungskosten, und das sind alles Totalverluste, ja? Es sind alles Totalverluste, die eine Gesellschaft arm machen, bettelarm machen, ja? Und wir sind da auf dem Wege, gerade sieht man ja, wenn die Gesundheitssparten großen Einfluss gewinnen, dann werden die Bürger bettelarm, ne? Dann verarmen die Menschen, weil quasi das immer nur Totalverluste sind. Also Gemeinwohlwirtschaft oder in der Kommune leben würde bedeuten, sich so gesund, wie es irgendwie möglich ist, zu ernähren, nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten sozusagen, der Biologie des menschlichen Körpers in jeder Hinsicht gerecht zu werden, seiner Genetik, seinem Genbestand, seinem genbestimmten Stoffwechsel gerecht zu werden, so gut es geht. Und dann eben auch, und natürlich kann man dann auch versuchen, in Permakultursituationen Ursortenrückzugszüchtung zu betreiben und wirklich wieder eine höchstmögliche Passung zwischen unserem Stoffwechsel und den Dingen, die wir essen, wieder herzustellen, sodass dann wirklich wir dem Lebensmaximum, Menschen sollten auf keinen Fall auch nur einen Tag älter werden als 127 Jahre, aber sie sollten durchaus versuchen, eigentlich diesen 127 so Jahren so nah wie möglich zu kommen,
das ist das, was drin ist in unserem Genbestand und mehr sollte man auf keinen Fall versuchen, weil die Evolution aus gutem Grunde die absolute Grenze bei ca. 127 Jahren eingezogen hat, denn alles andere würde dann für unsere Nachkommen riesige Schäden verursachen, ja, denn wenn Leute 1000 Jahre alt werden, dann vererben sie ja 1000 Jahre nichts an ihre Enkel, Urenkel, Ururenkel und so weiter und alle nach ihnen sind ja dann letztendlich verarmt sozusagen, weil es gehört zum Leben dazu, dass wir sterben und unseren Raum und unser Geld und unseren Besitz und so weiter an die Kinder, Enkel, Urenkel und so weiter weitergeben und so weiter. Und wer 1000 Jahre lebt, außerdem ist der dann genetisch überhaupt nicht mehr passend zu den dann veränderten Rahmenbedingungen um einen herum. Es gibt ganz andere Bakterien, ganz andere Viren und so weiter. Und ob der Mensch damit mit im Alter von 1000 Jahren dann damit überhaupt klarkommen kann, ist fraglich, weil sozusagen die Evolution ja nicht umsonst dafür gesorgt hat, dass wir alle, dass ständig neue Kinder geboren werden, mit neuen, also neue Mutanten könnte man sagen, geboren werden mit effizienteren Immunsystemen und, also mit einer besseren Passung für die Zukunft. Dabei passieren natürlich auch wieder einige Kinder, die nicht geeignet sind, also die eher schlechtere Immunsysteme haben und die dann eigentlich gar nicht fürs Leben bestimmt sind und so weiter. Also, wir haben also wirklich nur diese Möglichkeit in der superglücklichen Kommune. Ich zeige mal einige Bilder einiger Personen, die wir ja immer bei den Talkshows vom Samstag-Talk zeigen. Also, es gibt ja also ich zeige mal einige Bilder von den Personen, die genehmigt haben, dass also ihre Bilder ja irgendwie auftauchen dürfen. Also eine Frau, die wahrscheinlich auch bald mal mich besuchen bekommt. Dann bin ich das in einer Variante, Dylan. Louis, ja, man hätte vielleicht ein Foto nehmen sollen, wo er lächelt, aber das bin ich nochmal in der zugewachsenen Variante. Dann der legendäre Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt von Maischberger und so weiter, der ja auch mit zum Supervisionsteam gehört. Dann haben wir hier die Flyer der Partei des Gemeinwohls. Dann haben wir mich nochmal in der Yuppie-Variante, sozusagen gestylten Variante. Dann haben wir hier Weltrat der Weisen, stellvertretend für all die verschiedenen Homepages, die es gibt von Weltrat, Next Scientists for Future und so weiter. Können Sie ja in der Infobox den Zugang anklicken. Ne? Dann hier die freie Argumentekultur von Diplom-Theologe Jürgen Wagner, wo wir schon mal ziemlich gut über alles diskutieren können, auch über alles, was Kommunenleben und Staaten betrifft. Und ja, hier also noch einmal, also Sie können auch jetzt sagen, okay, Sie melden sich bei uns zu unserer Kommunenbildungs- und Kommunenvorbereitungstalk-Geschichte, dem Samstalk. Partei des Gemeinwohls, das zeige ich Ihnen auch gleich mal, da finden Sie auch einen Zugang zum Samstalk, weil auch diese Leute da Zugang finden können. Moment, die Kompetente, wo haben wir es? Ah, so, hier habe ich jetzt einen Baufehler drin, ja, mache ich mal kurz Stopp. Ja, jetzt habe ich den Baufehler korrigiert. Hier haben Sie also nebenan hier, so am Rande. Na, jetzt ist aber komisch. Jetzt habe ich das doch angeklickt und jetzt müsste es doch laufen. Ja, genau. Da steht hier rechts zum Anklicken die nächsten, hier steht es doch, die nächsten Partei-Talkshow-Termine, das sind eben
zusammengelegt mit den Kommunen, Vorbereitungs- und Plenumstermin, Talkshow 20:15 Uhr, eine Talkshow für alles, unsere Talkshow-Runde 7:45 Uhr. Ach so, hier, jeden Samstag unser Samstalk, unsere 7:45 Uhr, jetzt auch als Online- und Telefontalk und so weiter. Da können Sie also auf der Homepage der Partei des Gemeinwohls finden Sie einige Informationen und alles, und eben können sich dann melden über die E-Mail der Partei, und da schicken Sie kurz Ihre Telefonnummer, dann wird ein kurzes Gespräch geführt und dann werden Sie dazugelassen und können teilnehmen. Und alles ist natürlich wie immer kostenlos. Ich habe Ihnen gesagt, alles, wo mit Geld dabei ist und marktwirtschaftlich Geld verdient, ist verschmutzt, ist voll von vorteilbringenden Irrtümern und läuft am Ende auf Abzocke und Betrug raus. Das sollten Sie wirklich so absolut so sehen. Es gibt leider in der Marktwirtschaft nichts Gutes mehr. Das kann es nicht geben. Warum? Ich habe es Ihnen ja letztendlich gezeigt. Also deswegen machen wir ja beim Weltrat und bei den Next Scientists for Future Gesellschaftstherapie und sagen, nur unter Bedingungen der Gemeinwohlwirtschaft kann Wahrheit sich ausbreiten, ansonsten breiten sich immer, wie vorhin ja schon bewiesen und gezeigt, vorteilbringende Irrtümer aus, und wenn eine entsprechend lange Zeit abläuft, dann ist jede Sparte randvoll von oben bis unten aus vorteilbringenden Irrtümern. Und Wahrheiten kommen überhaupt nur noch vor, solange sie nicht größer beim Abzocken und beim Betrügen stören, ja? Und deswegen ist ja die Individualtherapie, die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie oder Technik, ja, ist dann eben eines der Grundelemente für die Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften, na? Mehrgenerationen, Lebensgemeinschaften, Kommunensupervision, und im Plenum, was ja immer im Samstalk integriert ist, geht es eben auch um Konflikte und deren Mediation, Konfliktschlichtung. Und zweitens das Irrtümer, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Am besten in 2x4 Minuten Duellen sozusagen mit Unterbrechungsmöglichkeit, mit Schachuhrmodus. Zeitkontoablauf sozusagen. Und dann dritte Frage, wie ist das Wohlfühlen auch optimal? Ist jeder super glücklich und so weiter? Ja, dann haben wir noch das Großunternehmenscoaching, Staatscoaching, Parteiencoaching, was wir sehr viel gemacht hatten in letzter Zeit. Aber wie gesagt, da alles in dieser Gesellschaft verrückt, krank und wahnsinnig ist, sind aber natürlich diese Parteien auch alle beratungsresistent. Wir haben es aufgegeben. Wir sagen, diese ganzen kleinen Parteien sind einfach nur völlig verrückt und jenseits jeglicher Realität können sie alles vergessen. Deswegen gibt es ja jetzt die Partei des Gemeinwohls, die wir beraten, und die ist vernünftig, ne? Und ja, und dann haben wir eben, ja, in der Marktwirtschaft ist alles Diktatur der Sparten. In der Marktwirtschaft gibt es immer nur Pseudodemokratien, also faktische Diktaturen, weil Geldflüsse und vorteilbringende Irrtümer immer sich in allen Teilen der Gesellschaft wiederfinden, ja. Da also sozusagen so viel Geld Richtung Politiker, Parteien, Spielfilmemacher, Journalisten, Universitäten, Drittmittel, Einsatz und so weiter Richtung Professoren, Wissenschaftler fließt, ist alles, was sie beeinflusst und wovon sie meinen, Wahrheiten erfahren zu können, in Wirklichkeit voll von vorteilbringenden Irrtümern, die letztendlich alle auf die Sparten der Gesellschaft zurückgehen. Und insofern ist alles Abzocke, Betrug und Gehirnwäsche, aber nicht bewusst. Also es handelt sich um nicht bewusste Abzocke- und Betrugsvorgänge, wo sich keiner einer Schuld bewusst ist, aber bis auf die wenigen aktiven Betrüger, die natürlich wissen, dass sie Verbrecher sind, aber das ist eher die Ausnahme in dem ganzen Spiel. Und dann haben wir hier, ja, wie gesagt, wir sind der Garant
Garant für Wahrheit. Bei uns kostet alles 0 Cent, damit eben, denn auch nur einen Cent zu nehmen, bedeutet schon, dass man wieder marktwirtschaftlich unter dem Prozess steht, dass sich wieder vorteilbringende Irrtümer entwickeln und die sich dann ausbreiten, weil man dann sozusagen manche Dinge nur noch denkt und für Wahrheit hält, weil sie Geld bringen. Und das ist nichts, es gibt nichts Gefährlicheres. Das ist das, was alles vergiftet und alles zerstört. Wenn Sie also irgendwo einen Menschen haben, der Geld verdient, dann wissen Sie, er kann nicht in der Wahrheit leben. Er kann nicht in der Wahrheit sein, denn sein Gehirn muss voll sein mit lauter vorteilbringenden Irrtümern, mindestens der eigenen Sparte, mit der er gemeinsam mit seiner Sparte die Menschen abzockt und betrügt, ohne dass es ihm bewusst ist. Ja? Und das lässt sich die ganze Evolution der letzten 13,8 Milliarden und Millionen Jahre haben wir eben genau verstanden, naturwissenschaftlich. Mittlerweile gibt es so eindeutige Hinweise, dass eben dann vor 400.000 Jahren, wo ist es, so ungefähr Millionen Jahre sind, glaube ich, hier, ja, hier sind die Millionen Jahre auf dieser Seite, vor 0,4 Millionen Jahren, also 400.000 Jahren, haben wir Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel erfunden und das hat uns das Genick gebrochen, weil das die Grundpfeiler aller Marktwirtschaft sind. Und dadurch kam es automatisch zur Zerstörung der Menschheit in jeder Hinsicht. Und deswegen gibt's eben ja glücklicher, gesünder, länger, reicher Leben nur in diesen zwei Dingen auf der Erde. Es gibt nur zwei Orte, Partei des Gemeinwohls und Kommune. Und dazugehörige oder damit in Verbindung stehende Kommune mit Supervision, Weltrat, Next Scientist for Future und so weiter. Und alles andere nur Abzocke, nur Schwindel, Betrug, alles, aber nicht bewusst. Wie gesagt, keine Verschwörungen. Es laufen da keine Verschwörungen, sondern das ist alles nicht bewusste Prozesse, ja. Hier der Niedergang und die Degeneration der Menschheit. Wir sind jetzt gerade im Degenerationsprozess der letzten 400.000 Jahre. Gab's nochmal, der Degenerationsprozess hat erst langsam die Gehirnevolution abgebremst. Damals vielleicht, sagen wir mal, 1200 Milliliter Gehirnvolumen, 1300 Milliliter Gehirnvolumen ging nochmal hoch. Verlangsamte sich das Tempo des Gehirnwachstums auf und dann noch Maximum 1500 Milliliter, also 1,5 Liter Gehirnvolumen und jetzt nur noch 1350 Gehirnvolumen und wir werden immer weiter degenerieren, denn Marktwirtschaft führt zur unendlichen Degeneration der Menschheit. Das wird also ein Schrecken ohne Ende ist vorgezeichnet. Es geht nicht anders. Marktwirtschaft ist so. Das ist der große Menschheitsfehler, die Marktwirtschaft. Ja. Ja, wie gesagt, das kann man ist naturwissenschaftlich bewiesen. Wer mir erzählen will, dass es in der Marktwirtschaft irgendwo noch irgendeine Wahrheit gäbe, Wahrheit und so weiter, außer in Weltrat und bei uns, also sozusagen, dann da kann ich nur schmunzeln, weil er müsste ja quasi beweisen, dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion, von dem wir ja mittlerweile wissen, dass es das ganze Universum durchzieht und natürlich alle Gesellschaften, alle menschlichen Systeme, alles Menschliche überhaupt, alles Lebendige durchzieht, dass dieses Naturgesetz nicht richtig sei. Also eigentlich müssten die Leute mich davon überzeugen, dass die Kreationisten recht haben und nicht und die Evolutionsbiologie falsch ist. Da bin ich mal gespannt. Also denn das ist die bestbewiesenste Geschichte, die es überhaupt in der Wissenschaft gibt. Und wenn Mutation und Selektion Naturgesetz sind, dann ist es so, dass in der Marktwirtschaft immer die Wahrheit
auf dem aussterbenden Ast sitzt. Und deswegen kann es übrigens auch sein, das muss ich gleich dazu sagen, dass wir generell überhaupt keine Chance haben, weil da wir keinen Cent von außen annehmen und nichts verdienen und damit das Ganze bettelarm ist letztendlich, kann es vielleicht auch gar nicht bekannt werden, sich richtig ausbreiten und so weiter, denn vielleicht haben wir gegen die Marktwirtschaft an sich, gibt es gar keine Chance. Vielleicht ist es so, als vor 400.000 Jahren Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel gefunden waren, vielleicht war dann alles schon determiniert, weil es aus diesem Circulus Vitiosus, also so einer Art Teufelskreis oder einer Spirale abwärts, dann keinen Ausstieg mehr gibt. Weil es da gar keinen Türchen mehr gibt, kein Ausstiegstürchen mehr gibt. Das halte ich für möglich. Deswegen ist vielleicht alles, was ich Ihnen gerade erzähle, sowieso sinnlos, weil wir gegen die Marktwirtschaft gar nichts ankommen kann. Ne? Ja, und Gemeinwohlwirtschaft, da ist es eben so, dass mit bestimmten Steuerungselementen, ja, also es wird eben Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jedes geldverdienenden Elementes der Gesellschaft gemessen. Und dann werden die, je nachdem, ob das Ding den Menschen schadet oder nutzt, werden die wo die Verdienst, also es gibt nur noch bei Nutzen große Verdienstzuschüsse und ansonsten keine Verdienstzuschüsse und dann geht man pleite und verschwindet. Ja, und das heißt, es dreht sich quasi die ganze Situation um. Die Wahrheiten, die wenigen Wahrheiten, die es ab und zu noch gibt, wie im Weltrat und so weiter, die werden dann die großen Gewinner und breiten sich aus. Und die ganzen vorteilbringenden Irrtumsträger, entweder die korrigieren sofort ihre vorteilbringenden Irrtümer und wechseln zu den Wahrheiten oder sie sterben dann aus. Ne? Sie rücken ja dann in die Aussterbensposition. So einfach ist das aus naturwissenschaftlicher Sicht, wenn man sich damit weit über 50 Jahre damit intensiv beschäftigt. Ne? Ja, und dann wären wir eben irgendwo hier. Sie können sich aussuchen, ob Sie das eher, die gemeinwohlwirtschaftlichen und Gemeinwohlgesellschaft sich eher und Kommunen und so weiter sich eher als Leistungswettbewerbskommunismus denken, eher als gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung oder ob Sie wirklich unbedingt für die eher, aber wirtschaftlich vielleicht nicht so ergiebige Gemeinwohlökonomie von Christian Felber interessieren, wobei ich da auch noch Wohlfühlen und Gesundheit und Langlebigkeit auch in Gefahr sehe. Ich sehe da eigentlich, da sind noch ein gewisse Konstruktionsmängel drin. Aber der Grundansatz der Gemeinwohlökonomie stimmt. Nämlich, dass man denjenigen, die Gutes den Menschen tun, im Prinzip finanzielle Vorteile geben muss. Ja, das ist der Grundgedanke aller Gemeinwohlwirtschaft. Ja. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, wie gesagt, hier die Diktatur der Sparten. Hier könnten Sie selbst mal einige Sparten eintragen. Hier, ich habe mal so einige eingetragen, die mir so eingefallen sind in dieser Kritzelei hier. Es gibt ja nur wenige spartenfreie Menschen in der Mitte. Und hier nochmal zum Lesen. Ja, und wie gesagt, Marktwirtschaft ist immer komplette Gehirnwäsche, ist immer komplette Diktatur der Sparten, also immer die Sparten der Gesellschaft sind immer diktatorisch, die sagen uns, was wir fühlen, denken und wählen sollen und so weiter. Und das hat wir haben gar nichts zu sagen, weil wir werden gedacht über die Gehirnwäsche, die Propaganda, Manipulation, Werbung. Wir werden nur gedacht und wir denken, wir würden denken, aber wir werden gedacht und deswegen muss man bei uns natürlich auch erst einmal denken lernen und vor allem erst einmal alles, was man gelernt hat, erst einmal sagen,
Grundhypothese, alles, was ich gelernt habe, ist vorteilbringender Irrtum, ist also Gehirnwäsche. Es sei denn, es nach einer sorgfältigen Prüfung auf Irrtum oder Wahrheit bleibt da vielleicht doch irgendwo noch irgendetwas als Wahrheit übrig davon. Aber das ist bei vielen Menschen absolut selten. Ja, und dann einer der größten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialstaaten ist ja so der, der Staaten am schnellsten ruiniert, nämlich die Illusion, der vorteilbringende Irrtum, dass alle neugeborenen Kinder gleichermaßen Genies seien, dass also es keine genetischen Gehirngrößenunterschiede gäbe, also einer der größten Irrtümer, den man sich vorstellen kann, eine Verhöhnung allen naturwissenschaftlichen Wissens sozusagen. Und das führt dann dazu, dass die Sozialsparten sozusagen dadurch dann belohnt werden für diesen vorteilbringenden Irrtum, indem sozusagen nicht sorgfältig darauf geachtet wird, dass möglichst die Kinder, alle Kinder von Eltern gezeugt und geboren werden, die sehr gute genetische Leistungsfähigkeitsvoraussetzungen haben, sondern dass dann es zu einem Übergewicht von Kindern aus dem arbeitsunfähigen und leistungsunfähigen Bereich kommt, was natürlich dann ruckzuck jede Gesellschaft zerstört und sie zum Untergang verurteilt, wie beim Römischen Reich. Und in Deutschland ist das Land mit den stärksten Sozialsparten und den stärksten NGOs, den Weltsozialsparten, und damit ist Deutschland das Land, was am schnellsten einem Totaluntergang verurteilt ist. Alle anderen Staaten, die weniger Sozialstaat und weniger Wohlfahrtsstaat sind, die haben noch etwas bessere Überlebenschancen als Deutschland. Also der erste Staat der Erde, der kaputt gehen wird, wird Deutschland sein. Ja, und wir sind ja schon dabei, uns kaputt zu machen, und die neue Regierung wird ja unsere Selbstzerstörung noch einmal drastisch beschleunigen nochmal, ne? Das kriegen die schon hin, ne? Ja, von daher, vielleicht, jetzt fällt mir da nichts ein zu, ja, also noch mal klar machen, diese verschwörungstheoretische Unterstellung, überall Verbrecher zu wittern, ist wahrscheinlich sehr unrealistisch. Wir haben in der Marktwirtschaft fast alles, vielleicht 92% der Marktwirtschaft sind antikooperativer Anteil. Davon sind aber die 90% sind, beruhen aber auf nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümern, und nur vielleicht 2% beruhen auf kriminellen Lügen und stellen also echte Verschwörungen manchmal dar. Aber das meiste sind nicht bewusste Vorgänge. Ja? Es gibt also, vergessen Sie die Worte wie Unbewusstes und Unterbewusstes, das sind nur Abzockerbegriffe, mit denen man sie abzockt. Nicht bewusst und bewusst gibt es. Ja? Wenn ich einen vorteilbringenden Irrtum für Wahrheit halte, ist das mir nicht bewusst, dass es sich um einen manipulativen Irrtum handelt, und dann entsprechend verhalten sich die Dinge. Aber es gibt also nur bewusst und nicht bewusst. Wenn mir der wahre Charakter meines eigenen schlechten Handelns nicht bewusst ist, weil ich ihn rechtfertige oder rationalisiere mit vorteilbringenden Irrtümern, dann ist mir einfach nicht bewusst, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was anderes gibt's nicht. Das andere sind alles Abzockemodelle. Also wenn jemand von Unbewusstem redet oder von Unterbewusstsein, wissen sie gleich, aha, da will nur jemand an ihren Geldbeutel ran und sie werden abgezockt, ne? Ja, und liebe Milliardärskönige, ja, also und Politik- und Journalistenkönige, ja, wir sind getragen davon, dass wir sie total lieben, ganz einfach, weil wir erstens leistungsfähige Menschen generell lieben, weil wir wissen, dass sie die einzige Überlebenschance für Deutschland sind. Wenn sie glückliches Leben und gesundes Leben haben und viele Kinder bekommen und so weiter, weil wir brauchen ihre guten Gene und so weiter,
Wir müssen nur Sie bitten, mit uns ins Gespräch zu kommen, dass Sie verstehen, dass die Marktwirtschaft alles zerstört. Auch Ihr Leben als Könige ist total zerstört durch die Marktwirtschaft und deswegen folgen Sie unserer Einladung in unsere Kommunen und unserer Einladung hin, Deutschland in ein gemeinwohlwirtschaftliches Land zu verwandeln, ne? So, und dann hier diese, mittlerweile, wir hatten gehofft, dass die NGOs, die Weltsozialsparten, nicht alle total schädlich sind. Mittlerweile fürchten wir, sie sind alle Ruinés, sie richten alle nur Schäden an. So wie Professor Hans-Werner Sinn ja schon angedeutet hat, dass er fürchtet, dass Fridays for Future und Scientists for Future, also unsere geistige Konkurrenz, dem Klima auf der Erde wahrscheinlich einen Bärendienst erwiesen haben und den CO2-Ausstoß eher angekurbelt haben, weil sie den Konzernen Panik gemacht haben vor der Beendigung ihres Geschäftsmodells durch Kreta. Ja, wenn Kreta Präsident Wirkung hat, dann würden die Geschäftsmodelle enden und deswegen fördern die umso schneller und es wird umso schneller CO2 ausgestoßen als bisher und möglicherweise geht es auch diesen ganzen NGOs ausschließlich um das Sammeln von Spenden. Das mag bei der Entstehung einer NGO nicht so sein, aber spätestens einige Monate bis Jahre später entwickeln die sich alle dahin, dass irgendwo sich Leute finden, die Spendengelder abgreifen als Geschäftsführer, sich da Gehälter genehmigen oder was auch immer. Und dann ist die Sache nur noch dazu da, ich mache die Welt schlechter, damit ich mehr Spendengelder kassiere. Und zocke so und betrüge und bezocke so die Welt ab, auch wenn mir das oft nicht bewusst ist. Ich glaube gern, dass die Geschäftsführer noch an das Gute ihres eigenen Handelns glauben. Aber so ist das mit der Selbsttäuschung und den vorteilbringenden Irrtümern halt, ja. Ja, links und rechts, ja, das Rechtsradikale und Linksradikale geht eben sehr oft mit sehr geringer Intelligenz einher. Und hier unten rechts, da ist hier Da sitzen halt wir, die bodenständigen Linken, vernünftigen Linken und so weiter. Und nur hier ist eigentlich die intellektuelle Diskussion bereit. Und das, was wir hier schaffen gemeinsam, all die klugen Leute schaffen, das ist das, dem der Rest der Herde, der Menschen, der Herdenmenschen, der eher Mitläufermenschen sozusagen dann halt sicher anschließen kann und wird, wenn da ein klares Bild kommt, wie es aussieht. Ja, und hier noch einmal die evolutionsbiologischen Grundlagen, ne, hier so. Und hier nochmal die endgültige Absage an alle Rechtsradikalen mit ihren rassistischen Fantastereien. Wir brauchen gute Gene der hübschen schwarzafrikanischen Gesundheitswissenschaftlerin. Wir brauchen zwar keine Parallelgesellschaften, das müssen wir beenden in Deutschland, aber wir brauchen gute Gene aus aller Welt, die sich mit uns kreuzen sozusagen, sodass unser Genpool angereichert wird. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Staat als eine genetische Vereinarmung durch Reinrassigkeit, also all diese rechtsradikalen Spinnereien sind absolut schädlich für jeden Staat, aber eben, das bedeutet eben, dass wir aber eben eine Zuwanderung brauchen von den klügsten und besten aus aller Welt und mit den besten Genen aus aller Welt. Das vielleicht nur, um zu zeigen, dass wir auch mal eine Zeit lang so dieser Idee gefolgt waren, die Menschen, die Bürger wollten gerne die Politik wieder alles selber machen. Hier ein Beispiel aus einem Volksentscheid, wo über das Wirtschaftssystem entschieden wird und dann fünf verschiedene Vorschläge in einem Volksentscheid zur Auswahl stünden und so weiter. Aber wir gehen mittlerweile davon aus, dass die Masse der Menschen bei der Arbeitsteilung bleiben möchte. Ich Verkäuferin, du Politiker. Und deswegen haben wir dann ja die Partei des Gemeinwohls so beraten, die PDG, dass es in die Richtung geht, dass wir auch nur eine ganz normale Partei sind. Es ist ja wie dass dann
ganz normal die Leute sagen können, ja, ich vertraue der PDG und wenn die an der Regierung ist, die werden das schon in meinem Sinne so machen, weil die eben diese teuflische Marktwirtschaft beenden werden und in die Gemeinwohlwirtschaft umschwenken werden und die wird mein Leben eben sehr viel gesünder, länger, glücklicher, gesünder, länger, reicher machen, weil eben Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, jeder geldverdienenden Instanz oder Person in Deutschland gemessen wird und danach ganz brutal entweder finanziell abgestraft oder belohnt wird, wenn es gut für uns ist, was dieser Mensch tut, wenn er uns nur abzockt oder betrügt, ohne dass es ihm bewusst ist, dann heißt das pleite gehen in der Gemeinwohlwirtschaft. Ja, tschüssi, bis bald.